das Welt errühmet deinen Namen. Von deinem Thron strahlt Kraft und Schönheit, und Güte strömt von deinem Antlitz. Du hast ein Denkmal deiner Wunder für ewige Zeiten uns gestiftet. Hast hier zu deinem Angedenken einmal den Frommen zubereitet, für höheres Leben sie zu nähren, zu stillen ihrer Seele Hunger. Hast mit uns einen Bund geschlossen, dass wir dir unser Leben weihen. Dein Name ist uns allen heilig. Mit Ehrfurcht nennt ihn unsere Zunge. Lob singet ihm, ihr Völker alle. Unwandelbar ist seine Treue. Lobpreiset ihn, ihr Erdbewohner, denn seine Lieb hat keine Grenzen. Dem Vater und dem Sohn sei Ehre und gleicher Ruhm dem Heiligen Geiste, so wie von Anbeginn der Zeiten, so nun allzeit und ewig. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel von Ölberg, der nun einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in der Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn der Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begangen, in den fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Meinem Helfer, Herr, nieder.
sah er auf seine geringe Macht. Selig werden mich von nun an alle Geschlechter preisen, denn große Dinge tat an mir der Mächtige. Heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit bleibt ewig. Bei dem, der ihn fürchtet, mächtig wirkt sein Arm. Die Hochmütigen erniedrigt er. Fürsten stürzt er vom Throne. Und die Geringen erhebt er. Gutes gibt er den Hungrigen zur Genüge. Reiche schickt er leer fort. Israels nahm er sich an seines Knechtes. Eingedenk der Gnade, die er den Vätern versprochen hat. Eingedenk der Gnade, die er dem Abraham versprochen hat. Und seinen Kindern immer und ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Ehre sei dir, allmächtiger, ewiger Gott, von allen Menschen und zu allen Zeiten. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße in unsere Herzen deinen Geist aus. Erfülle uns alle mit dem Geist, mit dem du die ersten Jünger beseelt hast. Lass uns mit Maria verbunden sein alle Tage unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Fleisch und Blut.
und wird als Gott verborgenerweise im Brot und Wein uns Trank und Speise. Indes für uns von Brot und Wein nichts übrig bleibt als Form und Schein. Alleluia, Alleluia. Der wahre Gott im Himmel droben. Beten wir, wie angegeben, die Andacht. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene und lässt uns nicht allein, auch wenn unser Leben Trauer und Dunkel kennt, Enttäuschung und Zweifel, Mutlosigkeit und Angst, Sorge und Verwirrung. Du wandelst Trauer in jubelnde Freude, Zweifel in unerschütterliches Vertrauen, Mutlosigkeit in fantasievollem Einsatz, Sorge in neue Zuversicht. Du glättest die Wogen der Verwirrung, du erhellst das Dunkel unseres Herzens, du tränkst die Dürre unserer Seele, du heilst die Wunden in unserem Leben. In Unsicherheit und Unentschlossenheit sendest du den Geist der Stärke. In Streit und Unfrieden sendest du den Geist der Einheit. In Langeweile und Überdruss sendest du den Geist der Freude. In Gedankenlosigkeit und Egoismus sendest du den Geist der Liebe. Durch die Taufe gehören wir zur Gemeinschaft deiner Kirche. Und dein Leben erfüllt auch uns, wenn wir deine Liebe weitersagen. Spricht das neue Leben an. Wenn Menschen sich durch Not der anderen im Herzen berühren lassen, spricht das neue Leben an. Wenn Klagende ein offenes Ohr und eine stützende Hand finden, spricht das neue Leben an. Wenn Menschen sich öffnen für deinen Frieden und ihn weitergeben, brich dein neues Leben. Wenn durch die liebende Hand von Menschen die Barmherzigkeit Gottes erfahren wird, brich das neue Leben. Wenn Schwierigkeiten und Sorgen von Zuversicht überstrahlt werden, wenn Sterbende ihr Leben in deine Hand zurückgeben, der Friede des Auferstandenen wohne in uns. Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns. Der Segen des Auferstandenen begleite uns. O heiliger Gott, o heiliger starker Gott, o heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. O heiliger Gott, o heiliger starker Gott, o heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Vor Krieg und Pest, Feuer, Wasser und Hungersnot, bewahre uns, o Herr.
vor Krieg und Pest, Feuer, Wasser und Hungersnot, bewahre uns, o Herr. Vor dem jähen Tod, behüte uns, o Jesus. Vor dem jähen Tod, behüte uns, o Jesus. Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir nun auch das Gebet für die Seligsprechung unseres unvergessenen Bischofs Maximilian Kall. Vater im Himmel, du hast deinen Diener Maximilian zum Priester erwählt und ihn in schwerer Zeit zum Seelsorger in Berlin, Rügen, Oberhirten von Schneidemühl und Bischof von Ermland bestellt. In deiner Kraft hat er unerschrocken das Evangelium verkündet, den Armen und den Rechteten gedient und sich für die Verwirklichung deines Reiches verzehrt. In der schweren Prüfung der Heimatlosigkeit war er als päpstlicher Sonderbeauftragter dem ihm Anvertrauten ein Vorbild unerschütterlicher Glaubenstreue. Nach seinem Tod haben viele Gläubige an seinem Grab gebetet, ihn um Fürsprache angerufen und Erhörung gefunden. In Demut bitten wir dich, barmherziger Gott, gib uns die Gewissheit, dass du sein Lebensopfer angenommen hast. Schenke uns die Freude, deinen Diener Maximilian bald als Seligen deiner Kirche und als besonderen Schutzpatron der Flüchtlinge und Heimatlosen Europas verehren zu dürfen. Möge er sich unserer Nöte bei dir annehmen. Und der Versöhnung der Völker und dem Frieden unter den Menschen dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Tantum ergo sacramentum. Celio presitis Deus, Halleluja. Omne delectamentum in sea mentem, Halleluja. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili pastoris tu memoriam reliquisti, tribue quesumus, et nos corpus et sanguinis tui sacra mysteria venerari, Ut redemptionis tui fructum in nobis iugitas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Segne, Jesu, deine Herde. Liebe Mitbrüder im geistigen Amt, liebe Ministranten, liebe Kirchenmusik, liebe Pilger in nah und fern, hier in der Basilika zu Werl, aber genauso auch im Erbland und überall da, wo Sie uns zuschauen, weltweit. Ich danke der Kameraführung, dem Vorstand der Erbland-Familie, ich danke dem Wallfahrtsleiter von hier in Werl, und allen, die hier mitwirken an dieser Basilika, dass die Wallfahrten wieder durchgeführt werden können. Gestern wurden sie eröffnet durch Bischof Overbeck und nun werden weitere Wochen folgen. Und das wünschen wir dem Wallfahrtsleiter und auch der Gemeinde. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mal vorweg, wenn wir nächstes Jahr wieder hoffentlich ohne Corona-Bedingungen hier zusammenkommen. Es wird wahrscheinlich der 8. Mai sein. Das ist diesmal der 2. Sonntag im Mai. Merken Sie sich das einfach schon mal vor. Wie gesagt, vielen Dank allen, die mitgewirkt haben, die es mitgestaltet haben. Es stehen viele Dinge im Hintergrund. Viele bereiten es schon bundesweit vor, diese Wallfahrt nach Werl. Und so möchten wir auch schon hinweisen auf einen Tag in Königstein, wo wir am 4. Juli unseres unvergessenen Bischofs Maximilian Kaller gedenken, der vor 75 Jahren die Aufgabe des Flüchtlingsbischofs übernommen hat. Und wir werden auch am 3. Oktober, Sonntag ist der 17. Oktober, in Kevela werden wir zusammenkommen mit einem Bischof mit ermländischen Wurzeln, Bischof Horst Eberlein, den Tag gestalten. Vielen allen, die mitgewirkt haben, die Sie hier waren, die Sie uns begleitet haben durch die Übertragungsmedien. Ihnen allen gilt es ein Vergelt's Gott. Und wir sagen am Ende dankbar auch einen Gruß an die Gottesmutter.
Und so werden wir denn gleich das Lied vorgesungen bekommen, Königin in dem Himmelreich. Vergelt's Gott, bleiben Sie gesund, Gott befohlen, geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Freuden uns erworben. Bitte Gott für